Ja, ich habe ja ein bisschen schlecht gewissen, dass ich als einziger anscheinend eine Nummer habe ohne Puff. Also das ist... Ja, ein anderes Thema. Vor kurzem mal in den Zeitungen haben sie diesen Test gemacht. Was weiß man als Erwachsener 20, 30 oder 40 Jahre später aus der Schulzeit noch? Haben sie den gemacht? Ich habe das gleich gemacht. Da war die erste Frage aus Mathematik, eine Äquivalenzumformung. Die zweite Frage war aus dem Chemieunterricht, erklären Sie die Molmasse. Und die dritte Frage war aus Deutsch, bestimmen Sie das Versmaß von einem Eichendorf-Gedicht? Ja. Ich habe mir das durchgelesen, aber Bissdepper, die kennen das nicht mehr vom Hören. Also... Ich war ganz sicher dabei. Ich habe extra in der Schule angerufen. Ich habe gesagt, ja, es gibt Aufzeichnungen. Also es ist... Aber anscheinend war ich klinisch tot. Es ist schon erschreckend, was übrig blieb, oder? Aus diesem System. Ich meine, ich war ja 12 Jahre in der Schule. 12! Also netto, brutto 13. Haben Sie mir ausgerechnet, wie lange Sie in der Schule gesessen sind? Bei mir waren es 10.200 Stunden. Also, na, wie viel ist hängen geblieben? Also maximal 200, mehr nicht. Also... Davon waren 150 supplieren. Und 40 Stunden Wandertag. Man könnte ja sagen, wegen 10 Stunden war ich 13 Jahre tot. Und da hätten wir uns ein Wochenende auch zusammensetzen können. Also die ganzen Fächer, Geschichte, so viele Jahre Geschichtsunterricht. Wen habe ich mal gemerkt? Zahn oder Adelsgeschlechter, ganz wenig. Gemerkt habe ich aus dem Schulunterricht. Oder ich habe eigentlich in der Schule nur als Persönlichkeit gemerkt, den Marvin Obando, den habe ich mal gemerkt. Der war in Mexiko 1986 bei der Fußball-WM der rechte Außenverteidiger von Costa Rica. Ja? Der hat mir gefühlt das Panini-Pickerl. Also so. Die Habsburger gab es ja das Panini-Pickerl, das war ihr Pech, nicht meins. Mathematik habe ich auch nicht verstanden. Null, null verstanden. Ich habe 3 Jahre lang Wahrscheinlichkeitsrechner gehabt und denke mir immer jedes Mal beim Lotto spielen, diesmal gewinne ich sicher. Also sinnlos, sinnlos. Das Interessante auf diesen ganzen Bildungsdebatten ist, man diskutiert ja immer nur die Form der Schule, aber selten den Inhalt. Der Lehrplan ist ja teilweise aus 1907 und noch älter. Also allein im Turnunterricht stehen ja noch aberwitzige Sachen drin. Zum Beispiel zum Beherrschnis vom Schüler der Felgeaufschwung an der Reckstange. Können Sie sich erinnern an den Felgeaufschwung? Na, wo braucht... Na, ich frage Sie anders. Wann war Ihr Letzter? Hm? Bin mir sicher, die Bilder in Ihrem Kopf sind in Schwarz-Weiß. Also die... Ja, wo brauchst du im Leben einen Felgeaufschwung? Außer du wirst einbrechen, aber sonst brauchst du ihn nicht. Mein Lieblingssatz im österreichischen Lehrplan steht wortwörtlich so drinnen, zum Lebensglück des Menschen trägt bei der Purzelbaum. Zum Lebensglück. Ja, wie oft denken Sie sich in Ihrem Leben, in kritischen Situationen? Okay, wenn alle Stricke reißen, ich hab immer noch den Purzelbaum. Wissen Sie, was eigentlich ein denkenswerter Gedanke wäre, wenn ein Mensch aus dem Jahr 1750 in eine Zeitreisemaschine einsteigt und der reist in das gegenwärtige Österreich und der kommt raus bei einem Shoppingcenter, wurscht bei welchem, der ist ja völlig verwirrt mit der Gegenwart. Was sieht er dort? Ein Glaspalast mit Schiebetüren, geht er rein, sieht dann H&M, Sarah, Deichmann, am Fressnapf, am Becken Glockenburg, an Libro, an C&A, an Handystore, eine Rolltreppe, Einkaufswagen, der ist völlig verwirrt. Der geht aus, sieht Radeln, E-Bikes, Autos, Leitplanken, Autobahnen, völlig verwirrt. Der geht dann weit in die nächste Ortschaft, geht dort versehentlich in eine Schule, in ein Klassenzimmer. Und im Klassenzimmer denkt er sich zum ersten Mal in der Gegenwart, ah, jetzt kenne ich mich wieder aus. Dankeschön.